21. Spieltag der NOFV Oberliga Nord. Lichtenberg 47 empfängt den SV Alt-Lüdersdorf. Damit ein Gegner, den man schon in der Hinrunde mit 2:1 besiegen konnte. Allerdings die Alt-Lüdersdorfer trotz Abstiegsposition letztes Wochenende in guter Verfassung haben den Tabellendritten aus Greifswald geschlagen. Von daher nicht die einfachste Aufgabe für die Mannschaft von Uwe Lehmann, die in der 23. Minute erstmals gut kombiniert und auch einen Abnehmer findet. Über viele Stationen ist es dann Philipp Grüneberg mit dem Pfosten, der dann knapp vorbeigeht. Die Chancen in Halbzeit 1 noch recht rar. Das lag daran, dass Steffen Borowski seine Mannschaft gut auf die Lichtenberger eingestellt hatte, die wenig zu Chancen kamen. Es mussten Einzelaktionen wie dieser Schuss von Philipp Einsiedel herhalten, aber den trifft er halt nicht hundertprozentig. In solchen Momenten sind Standardsituationen ein probates Mittel, um auf so eine Situation zu reagieren. Und Christian Garve, der kann das schon unzählige Vorbereitungen durch Ecken. Und Sebastian Reiniger, den kennen wir in diesem Zusammenhang auch, hat diese Saison schon 2 Treffer erzielt. Mit dem dritten sollte es vor der Halbzeit noch nicht sein. Nach der Pause kamen auch die Gäste mal ins Spiel. Freistoß über die linke Seite durch den Kapitän, durch Kevin Ovčarek. Freistoß mit fehlender Präzision, aber trotzdem landet er bei Radžik Gevorgyan, der keinerlei Gefahr ausstrahlen kann, wie auch die ganze Gastmannschaft, die jetzt mal wieder angegriffen wird. Gut kombiniert. Brechler im Zusammenspiel mit Grüneberg und Garve macht ihn rein. 1:0 für Lichtenberg. Er hatte die kleine Pause genutzt und Urlaub gemacht und der hat sich ausgezahlt. Christian Garve wieder treffsicher. Sein 6. Saisontreffer. Und er hält das Trikot in Ehren an Patrick Jahnhof, der verletzungsbedingt nicht im Kader steht. Was für eine schöne Szene. Was für ein schönes Bild. Dann mal ein Freistoß von Lichtenberg. Haubitz legt ab auf Reiniger. Was ein Traumtor. Vor der Halbzeit noch verfehlt. Jetzt trifft er. Und wie sensationeller Seitfallzieher. Nach Vorlage von Mike Haubitz auf der rechten Seite. Super angespielt bei diesem Freistoß von Christian Garve. Genial gespielt. Und das können sie gebührend feiern. Super Angriff der Gastgeber. Und den feiern natürlich auch die Fans. 303 waren heute vor Ort. Und jetzt ist wieder Schwung drin im Zoschke. Einsiedel mit viel Tempo und dem Ball für Grüneberg. Nochmal abgelegt auf Brechler. Schiedsrichter Matthias Bastian entscheidet in dieser Situation nicht auf Elfmeter. Wir können es nicht beurteilen. 85. Minute nochmal der SV Lichtenberg. Durch Garve und dann wird nochmal Brechler gut rausgespielt. Diesmal ist allerdings Selvedin Beksadic im Tor zur Stelle und verhindert das 3:0. Letztendlich bleibt es dann bei diesem 2:0 Erfolg. Lichtenberg gewinnt verdient und kann damit den 3-Punkte-Vorsprung auf Tennis Borussia weiterhalten. Das war der Schlusspfiff.